Hallo und herzlich willkommen zu Naked Gaming, wo nichts zwischen uns und dem Spielspaß steht. Ich begrüße euch zurück zu Undertale. Wir haben gerade gespeichert und wir versuchen mal weiter durchzugehen. Wir können zwar auf Toriel warten, aber wozu? Okay. Da liegt uns was im Weg. Sind sie schon weg? Der Geist gibt ein lautes Z von sich und tut so, als würde er schlafen. Achso, er sagt wirklich Z. Mit Kraft bewegen? Nee. Sind sie schon weg? Okay. Kleiner aus dem Weg. Ich muss durch. Hier kommt Napster Blink. Analysieren wir den mal. 10 Angriff, 10 Abwehr. Nicht schlecht. Dieses Monster scheint keinen Sinn für Humor zu haben. Oh, ich bin sehr witzig. Napster Blink wünscht sich, es wäre nicht hier. Muntern wir mal auf. Du schenkst Napster Blink ein freundliches Lächeln. Bin gerade nicht in Stimmung, entschuldige. Ist okay, wenn du mich nicht angreifen willst, das habe ich kein Problem damit. Sieht ein wenig munterer aus. Noch mehr aufmuntern. Du erzählst Napster Blink einen kleinen Witz. Wow. Das Aufmuntern hat irgendwas bewirkt. Das Aufmuntern hat Napster Blinks Stimmung noch weiter gehoben. Gut, noch weiter aufmuntern. Napster Blink möchte dir etwas zeigen. Lass es mich versuchen. Ich nenne es Eleganz Blink. Gefällt es dir? Napster Blink erwartet sehnsüchtig deine Antwort. Yeah. Oh je. Normalerweise suche ich die Ruinen, weil hier nie jemand ist. Aber heute habe ich eine nette Person getroffen. Oh, ich schweife wieder ab. Ich bin dann mal weg. Okay. Rechts und hoch. Gut, was haben wir hier? Spinnenkuchenbazar. Alle Einnahmen gehen an echte Spinnen. Okay, das ist jetzt ein Fehler in der Übersetzung. Es steht hier nicht, was es für ein Kuchen ist, aber ich habe sowieso nur 10 Goldstücke, das heißt, ich kaufe mir das für 7. Einige Spinnen krabbeln herunter und gaben dir einen Donut. Yay, ich habe einen Donut. Haben Sie es verpasst? Spinnenkuchenbazar rechts unten. Kommen Sie und genießen Sie Gerichte von Spinnen, für Spinnen, aus Spinnen. Ich habe jetzt gerade einen Spinnendonut gekauft. Seufzt. Mein Kumpel hört mir einfach nie zu. Sobald ich spreche, überspringt er meinen Text durch Drücken von X. Das stimmt. X drücken. Naja, zumindest hörst du mir zu. Ja, ich bin nett. Ich habe gehört, F4 sorgt für ein Vollbild. Aber für was steht F4? 4 Frösche? In diesem Raum habe ich höchstens 3 Frösche gesehen. Das macht mir jedenfalls Sorgen. Ich hörte, du bist für einen Menschen recht gnädig. Du weißt bestimmt, dass du ein Monster verschonen kannst, wenn sein Name gelb ist. Wie denkst du darüber? Finde ich nützlich, ja. Es ist wirklich nützlich. Verschonen bedeutet nur, dass du nicht kämpfen möchtest. Eines Tages musst du es vielleicht sogar ohne gelben Namen versuchen. Hallo? Es ist schon eine Weile her, seit ich aufgeräumt habe. So schnell habe ich gar keinen Besuch erwartet. Wahrscheinlich liegen überall viele Sachen herum. Du kannst etwas nehmen, aber nicht mehr, als du tragen kannst. Vielleicht findest du eines Tages etwas, das dir wirklich gefällt. Dafür solltest du immer ein wenig Platz in deiner Tasche lassen. Klick.
Lux nähert sich. Schikaniere ihn nicht. Familienname Augenläufer. Bitte nicht schikanieren. Warum sollte ich ihn schikanieren, ne? Nicht schikanieren. Endlich versteht es jemand. Ja, aber dann greife ich bitte auch nicht an, ne? Riecht nach Augentropfen. Du warst siegreich. Also, 1, 2, 3. Habt ihr das gerade gesehen? Ich glaube, da verfolgt mich was. Gut, zuerst mal das Molzmoll verschonen. Schwing deine Arme, Baby! Wenn der nur tanzen will? Es gibt nur einen Schalter. Achso, ich muss irgendwo runter. Okay. Vegetoid kam aus der Erde. Reicht für ein Monster und da liegt keinem Naturschutz. Frischer Geschmack am Morgen. Oh, shit. Das ist Grünzeug. Hunger. Du klopfst ja auf den Bauch. Vegetoid bietet dir ein gesundes Mahl an. Ist dein Grünzeug? Nochmal. Ist dein Grünzeug? Oh, das heilt mich. Ist ja nett. So, und jetzt können wir ihn verschonen. Ich mag Gegner, die mich heilen. Ah, letzter Blug. Ich bin durch ein Loch gefallen und komme nicht zurück. Geh ohne mich weiter. Warte, Geister können schweben, nicht wahr? Na dann. Hui. Okay, da oben ist noch was. Da wollte ich jetzt gar nicht rein, aber ist okay. Da unten habe ich noch was gesehen. Du findest eine alte Schleife. Ah. Okay. Alte Schleife, Rüstung 3. Wenn du niedlicher bist, werden dich Monster bestimmt schon. Oh ja, ich will niedlich sein. Ich möchte niedlich sein. Ich möchte niedlich sein. Schleife ausgerüstet. Was habe ich dafür weggelegt? Den Verband. Was macht der? Halt 10 HP, wurde schon mehrfach eingesetzt. Okay. Ah, ich kann den als Heilmittel benutzen. In den anderen Räumen... Ja, ich gehe da kurz hin. Tja, tja, tja. Geld ist immer Mangelware, also... Gehe ich noch mit diesem Vegetoid plaudern? Gib mich Futter! Ist ein Grünzeug. So, der Weg ist da jetzt auch schon frei. Noch kurz mit diesem Vegetoid essen. Und verschonen. Gut. Perfekt. Wir haben jetzt richtig Kohle eingenommen, haben alles gefunden und sind perfekt geheilt. Die Tür ist kein Ausgang, sondern eine Veränderung der Perspektive. Okay, wir haben hier einen Schalter drücken. Jo, nicht passiert. Gut, den lassen wir in Ruhe. Schalter drücken. Ja, nichts passiert. Ah, okay, die sind alle normal. Wenn du das liest, drücke den blauen Schalter. Okay, der war hier.
So, und dich lassen wir wieder tanzen. Und weiter geht's. Wenn du das liest, drücke den roten Schalter. Gut. Und weiter geht's. Ups. Ich Idiot, bin direkt in ihn reingeflogen. Wahrscheinlich, wenn du das liest, drücke den gelben Schalter. Wenn du das liest, drücke den grünen Schalter? Es gibt doch keinen grünen Schalter. Ja, drücken wir mal den. Du vernimmst ihn. Essen. Gehorchet dem Overmind. Oh shit. Schwing deine Arme, Baby. Ah, das ist einer von denen, der sich nur getraut, dich anzugreifen, wenn er nicht alleine ist. Feiges Stück. Und wir haben es geschafft. Wir sind durch. Da oben ist was. Quack, quack. Nur zwischen uns beiden. Ich sah Toriel vor einer Weile hier vorbeilaufen. Sie trug einige Lebensmittel mit sich herum. Ich fragte nicht nach, wofür sie sind. Wir sind zu schüchtern, um mit ihr zu reden. Quack. Okay, was ist hier oben in dem Fall? Ah, okay. Da oben geht's weiter. Das heißt, ich gehe zuerst mal nach rechts. Ah, hier ist ein Messer. Du findest das Spielzeugmesser. Spielzeugmesser, Waffe, Attacke 3. Besteht aus Plastik. Heutzutage eine Rarität. Gut, das heißt, ich habe das jetzt ausgerüstet. Was ist mit dem Stock? Waffe, 0 Angriff. Wird eher geschält, anstatt zu schaden. Gut, das heißt, ich habe jetzt eine bessere Waffe. Nicht, dass ich sie einsetzen würde, aber ich habe jetzt eine. Oh je, das hat länger gedauert, als ich dachte. Hallo. Wie bist du hierher gekommen, mein Kind? Bist du verletzt? Ich werde dich gesund pflegen. Ich hätte dich nicht so lange alleine lassen sollen. Es war unverantwortlich, dich auf diese Art und Weise zu überraschen. Ich denke, ich kann es wohl nicht länger geheim halten. Komm mit, mein Kind. Jedes Mal, wenn diesem Baum Blätter wachsen, fallen sie gleich runter. No, armer Baum. Der Anblick eines hübschen Hauses inmitten der Ruinen verleiht Entschlossenheit. Ja, und wir gehen jetzt noch kurz rein zu Toriel. Riechst du das? Überraschung! Es ist ein Karamell-Zimtkuchen. Ich dachte mir, wir feiern deine Ankunft. Du wirst während deines Aufenthalts eine schöne Zeit erleben. Deswegen verzichte ich heute Abend auf Schneckenkuchen. Hier, es gibt noch eine weitere Überraschung. Okay. Das ist es. Ein Zimmer ganz für dich alleine. Ich hoffe, es gefällt dir. Oh. Brennt da etwas an? Fühle dich einfach ganz wie zu Hause. Okay. Sieh dir dieses tolle Spielzeug an. Es interessiert dich nicht im geringsten. Ein leerer Bilderrahmen. Er ist sehr staubig. Eine Kiste mit Kinderschuhen in unterschiedlichen Größen. Toriels Tagebuch. Markierten Eintrag lesen? Wow. Du liest den Eintrag. Wieso wurde das Skelett entlassen?
weil es nie mit dem Herzen bei der Sache war. Der Rest der Seite ist voller Witze von ähnlichem Kaliber. Es ist eine Enzyklopädie über subterrane Pflanzen. Du riskierst einen Blick. Tifa, eine Gruppe Sumpfpflanzen mit braunen, rechteckigen Blüten. Besser bekannt unter dem Namen Wasserwürste. Lecker. Du wagst einen Blick. Skandalös! Es ist Toriels Sockenschublade. Zimmer wird renoviert. Es ist ein Spiegelbild. Ah, das hier sind die Wasserwürste. Oh, es ist eine Wasserwurst. Gut, was haben wir hier sonst noch so? Ein Kuchen. Was für ein toller Duft. Leider ist es noch zu heiß, um es essen zu können. Der Ofen ist wirklich sauber. Toriel benutzt wohl eher Feuermagie. Sie ist ein Feuerbändiger. In der Spüle klebt weißes Fell. Aus irgendeinem Grund liegt ein Markenschokoriegel im Kühlschrank. Hallo, mein Kind. Der Kuchen ist noch immer heiß. Vielleicht solltest du ein Nickerchen einlegen. Na, okay. Süße Träume. Okay, wir gehen mal schlafen. Wir können uns den Rest immer noch anschauen. Und zwar... Das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Naked Gaming. Bis dann.